So, dann werden wir uns mal dem Außencover des Albums widmen. Dazu braucht ihr zwei Stücke von dem Karton in der Größe 10,9 cm mal 14,2 cm. Beim Glitzerpapier oder auch beim Designerpapier sind immer diese festen Pappestücke dabei. Aufheben könnt ihr euch immer zuschneiden und dafür haben wir diese zwei jetzt verwendet. Da das Album ja in die Box kommt, habe ich mir passend zum Deckel von der Schachtel das Designerpapier ausgesucht und das schneiden wir uns jetzt passend zu fürs Cover. Und zwar, wir brauchen 17 cm in der Breite, 14 cm. 17 mal 14 muss das Designerpapier sein. Einmal. Zweimal. Legen wir zur Seite. Ihr braucht euer Falzbein. Kleber und dann fangen wir mal an. Schere könnt ihr euch noch dazulegen, das brauchen wir nicht. Und zwar klebe ich die Graupappe immer ganz großzügig bloß mit U auf das Designerpapier. Also ihr braucht da wirklich nicht viel Kleber, es soll nur halten und nicht verrutschen. So, dass es einigermaßen mittig ist. Dann verwende ich gerne die Unterlage, weil es einfach ein bisschen weicher ist. Und falz außen entlang. Passt auf, dass er nicht durchdrückt, sondern nur, dass er schöne Falz gibt. So, einfach reihum. Dann könnt ihr es euch so nochmal nachknicken. So, und wenn ihr das jetzt so rumnehmt, seht ihr schön die Falzlinien durch und da schneiden wir jetzt. Wir schneiden so, ob das die Ecke auf jeden Fall noch dabei ist. Also nicht die Ecke abschneiden, sondern spitzt euch nämlich hier die Graupappe raus. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich gerne auch ein ganz einfaches Lineal holen. Legt es bündig an die Ecke und zieht einen Strich mit dem Bleistift und schneide dann einfach an dem Strich entlang. Aber ansonsten könnt ihr euch echt gut hier orientieren, dass die Ecke noch da bleibt. Und das machen wir bei beiden, logischerweise. So. Dann dreht ihr das Ganze wieder um. Holt euch doppelseitiges Klebeband. Und einmal am Rand entlang. Auch bei beiden machen. Wie stark das Klebeband ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, das
ganz schön festkleben. Es muss jetzt nicht die komplette Klebefläche abdecken. Ich habe meistens 6 mm und komme damit echt gut klar. Einmal ringsum. Dann löse ich den Streifen oben dran. Und soll jetzt dann doch hier nochmal so ein kleiner Futzel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, sein, dann schneidet er den einfach mit der Schere ab. Und schon haben wir die Graupappe bezogen. Und es kann als Cover für das Album verwendet werden. Also ich klebe immer gegenüberliegend. Und einfach nochmal gucken, wenn irgendwo was überstehen sollte. Beide bezogen. Und fertig wäre der erste Abschnitt. So, dann brauchen wir für die Seiteninnen 2 Bögen Flüsterweiß und einmal Designerpapier nach Wahl. Ich habe jetzt das Rote mit den weißen Tupfen genommen. Wir fangen an zum Zuschneiden mit dem A4. In Flüsterweiß, und zwar legt ihr euch das an bei 10,5 cm und schneidet es durch. Also wir teilen das Papier einfach einmal in der Mitte. Dann brauchen wir Stücke von 14 cm. Also wir falzen praktisch bei 14 cm. Wir machen es in einem Aufschnitt, geht leichter. 14 schieben weiter auf 28 und schneiden es hier ab. Gleiches Spiel, wir falzen bei 14 cm und schneiden bei 28 ab. Das Ganze machen wir mit beiden Bögen. 10,5 an Papier halbieren. Wir drehen es, legen es bei 14 cm an, falzen. Schieben auf 28 und schneiden. Ein letztes Mal bei 14 cm falzen, bei 28 schneiden. 4 Stück. Dann sind wir beim Designerpapier. Wir brauchen nicht den ganzen Bogen, also überlegt euch, wie ihr es schneiden wollt, wenn ihr die Schneemänner auf der anderen Seite noch gut verwenden wollt. Ich lege es jetzt so ein, dass die Schneemänner stehen, aufrecht stehen, nicht liegen. Und da schneide ich mir jetzt einen 4 cm. Ich tue mir einfacher, wenn ich bei 2 cm falze. Ich sage euch gleich warum. Und zwar, je kleiner der Streifen zum Anlegen ist, desto schwieriger ist es zum Falzen. Habe ich ein großes Stück, habe ich hier viel an. Legemöglichkeit. Das bedeutet, ich lege die Fläche an, falze mir bei 2 cm durch. Kleine Stücke falze ich immer auf der rechten Seite. Dann muss ich es allerdings drehen, das Papier, um bei 4 cm zu schneiden. Also ihr könnt euch auch erst die 4 cm abschneiden und danach falzen. Das ist jedem überlassen, wie er das möchte. Ich tue mir so leichter, wenn ich hier die Falz gezogen habe und schneide es dann ab. Dann lege ich es mir ein und schneide mir 10,5 cm ab.
Vom Rest könnt ihr euch noch Deko machen. Gleiches Spiel. Ich falze es mir bei 2. Schneide es mir bei 4. Und wieder bei 10,5, so groß wie das flüsterweiße Papier ist. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Streifen. Bedeutet, ich nehme mir einfach hier, da schneide ich mir jetzt wirklich 4 cm ab. Ich falze es später, weil ich wirklich nicht so viel brauche. Aber ihr seht, wenn man das im Nachhinein macht, ist es halt ganz mini zum Anlegen, nur vom Falzen her. Darum tut man sich wirklich leichter, mit einem großen Stück zu falzen. Aber es geht. Ich habe 5 Stück und somit habe ich mein Innenleben, meine Seiten fertig geschnitten und gefalzt. Ihr nehmt euch euer Falzbein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber ist egal. Muss ich dagegen falzen, aber ist auch nicht so schlimm. Ich will ja das rote innen sehen und normalerweise falze ich andersrum. Hier habe ich meine Falz gezogen, das heißt, mein Papier ist hier schon nach unten gedehnt und ich habe ihm den Weg so schon vorgegeben, er lässt sich leichter falzen. Aber ich möchte das rote innen haben, also muss ich es entgegengesetzt falzen. Wenn ihr allerdings die Schneemänner innen haben wollt, oder es einfach abwechselnd haben wollt, könnt ihr auch andersrum falzen. Müsst ihr euch jetzt selber entscheiden, welches Design einfach sichtbar sein soll im Album selber. Also einfach an der Falz knicken. Ich bin beim Designerpapier immer vorsichtig mit dem Falzen, weil es echt passieren kann, dass es schneller bricht. So verstecken wir jetzt zwar die schönen Glitzer, aber macht ja nichts. Dann falze ich auch mir das Flüsterweiß. Ja. Einmal. Zweimal. Da könnt ihr von den Seitenzahlen her variieren, wenn ihr mehr wollt. Nehmt ihr euch einfach ein Blatt Flüsterweiß mehr und schon habt ihr das Album einfach dicker. So. Mit den kleinen Stegen wird das Album jetzt verbunden. Da arbeite ich mit Flüssigkleber, weil ich einfach noch ein wenig Spiel habe zum Schieben, falls man mal nicht so ganz genau klebt. Also gut, ich mache den einen Steg voll mit Kleber. Und lege ihn mir bündig an mein Papier. Kleber. Nächste Seite. Immer die Kante auf Kante hinten auf mein Papier. Nehmt es euch in die Hand und schaut, dass es passt. Und so macht ihr das jetzt komplett. Immer Kante auf Kante. Und wie gesagt, mit dem Flüssigkleber kann man auch noch ein bisschen hin und her schieben. Und so ist man recht flexibel, was die Dicke des Albums anbelangt. Stellt es euch hin. Seht ihr, dass vorne schön bündig ist.
könnt ihr euch noch mal ausrichten. So haben wir praktisch das Album, die Seiten miteinander verbunden. Zwei Stück haben wir über. Da kommt eins vorne und eins hinten dran. Und so mit denen wird das Album ins Cover geklebt. Also ihr macht hier nur die eine Seite jeweils dran. Einmal vorne, einmal drehen. Und einmal hinten. Ausrichten. Und so sind die Innenseiten fertig. Dann brauchen wir ein Stückchen Glutrot in 11 cm mal 6 cm, einfach einen kleinen Abschnitt, was ihr habt. Legt ihr euch in den Prägefolder ein. Ihr könnt euch aussuchen, welches Muster ihr gerne haben wollt. Dementsprechend platziert ihr einfach euer Papier. Dann brauchen wir die ganz normale Grundplatte. Legt euren Prägefolder auf und die neue blaue Platte zum Prägen oben drüber. Kurbel das Ganze durch die Big Shot. Und schon habt ihr euer Papier geprägt. Das wird jetzt einfach übers Falzbein gezogen, um die Rundung zu kriegen. Ihr könnt euch natürlich noch entscheiden, ob ihr lieber das negativ wollt oder das positiv, aber ich wollte das geprägt jetzt nach außen und somit habe ich meinen Buchrücken fertig. So, dann haben wir das Cover innen noch zu beziehen. Das heißt, wir schneiden uns vom Flüsterweiß zwei Stücke zu in der Größe 10,5 x 13 und kleben die ein. Auch hier nehme ich wieder Flüssigkleber, den Flüssigkleber auf das weiße Papier, nicht auf das Cover, weil es nicht die gleiche Größe hat, damit wir nicht irgendwo Kleber aufbringen, wo es nicht sein muss. Und zwar richten wir uns das Ganze seitlich und vorne aus. Hinten bleibt das Stück übrig, das sieht man nämlich dann gar nicht. So, und auch auf dem zweiten. Selbst in grün, hinten bleibt ein Stück über. Und wir setzen es ein. So legen wir es uns gegenüber. Vorderseite, Rückseite. Nehmen uns unsere Seiten, Flüssigkleber
und legen es hinten fast bündig an. Schau, dass er oben und unten, also hier vom Rand her, ziemlich gleich seid. Bloß auf Fützele und auch vorne ist bloß ein kleines Stückchen über. So haben wir jetzt hinten schon verbunden. Und genauso machen wir es vorne. Kleber. Ich stelle es mir hin, dass ich auf jeden Fall den gleichen Abstand habe. Und halte es mir auch an der Seite, dass es passt. Und drück's fest. So weiß ich, es ist hier vorne bündig, wenn ich es aufgestellt habe. Festdrücken. Dann kommt unser Buchrücken zum Einsatz. Der stellt es locker auf. Und jetzt könnt ihr euch, wenn euch das Stück zu breit ist, dass es zu weit ins Cover reingeht, könntet ihr euch diese 8,5 cm, die wir hier hatten, auch noch kürzen. Aber ich finde, also mir persönlich gefällt es, ich lasse es definitiv so. Nehme mir Klebeband. Und mache zwei Streifen auf jeder Seite. In der Mitte soll es ja nicht kleben, da brauchen wir ja das Spiel vom Klappen her. Eigentlich ist der Rücken, den wir hier haben, nur Zierde. Er muss ja nichts halten, weil das Album an sich auch hält. Also ihr müsst, wenn ihr das gar nicht wollt, müsst ihr diesen Rücken gar nicht machen. Aber ich finde halt, das hebt sich noch ein wenig ab. Ich ziehe erst einmal ab. Stell mir mal Buch auf. Schau, dass es ziemlich auf gleicher Höhe ist. Hinten, wie gesagt, Luft lassen. Oben und unten muss es passen. Stellt es euch immer hin, dann verrutscht es auch nicht so leicht. Ich klebe es an. Ziehe mir hinten meine Seiten ab vom Klebeband. Und klapp's zu. Und schau, dass ich hier halt auf die gleiche Höhe komme. Streift es einfach noch ein bisschen, aber das wird mit der Zeit noch ein bisschen beweglicher. Ist auch nur Zierde. So, dann habe ich mir von dem Glitzerpapier einfach zwei Streifen geschnitten, die ich hier noch überklebe, dass man den Rand nicht so sieht vom geprägten, vom Glutrot zum Designerpapier. Hier mache ich mir einfach Flüssigkleber. Und klebe ein Stückchen über das Geprägte, dass ich da einen schönen Abschluss habe. Und das Gleiche mache ich auch auf der Rückseite. Die Streifen sind einen Zentimeter breit.
und auch die 11 cm hoch. So. Noch könnt ihr euer Album nehmen. So oder so. Es ist noch identisch. Das kommt jetzt darauf an, wie es innen dekoriert und was er vorne drauf dekoriert. Das bleibt euch aber selber überlassen. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Ich habe euch jetzt Schritt für Schritt gezeigt, wie ihr so ein Album entstehen lasst. Ihr könnt es, wie gesagt, auch noch variieren. Ihr könnt noch viel mehr Seiten einfügen. Ihr könnt innen noch megamäßig viele Bilder reintun und richtig schön ausdekorieren. Aber vom Grundprinzip steht das Album und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Fertiggestalten und Ausdekorieren. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, Endspurt. Und zwar habe ich jetzt noch eine ganz kleine Änderung vorgenommen. Schreibe ich aber euch in die Maßen rein, was ihr anders machen sollt. Der Rücken, wenn zu weit absteht, passt er uns nicht in die Box, wo es soll. Also gut, habe ich dieses Stück Rücken auf 6 cm eingekürzt. Habe das rote Band dran geklebt und jetzt wollte ich noch mit euch, mit diesem Washi, was dabei ist, zeigen, wie ich es praktisch noch komplett verbinde. Ich klebe jetzt über das Geprägte und über das Glitzer das Washi. Setzt das Ganze innen fort. Ich zeige es euch gleich, es klappt so. Ich kann es nicht ganz aufmachen, wie es dann aussieht. Und dann haben wir nämlich das auch verwendet und haben hier auch noch ein bisschen das Ganze verbunden, außen mit innen. Also ich habe außen hier noch dieses Stück Washi überklebt, den Rücken mit dem Glitzer praktisch hier mit verbunden. Und habe es innen fortgeführt und habe das auch noch mit verbunden. Und genauso habe ich es beim Rücken gemacht. Also und wie gesagt, bitte aufpassen, den Rücken nicht so breit, sonst passt er uns nicht in die Box. Und so passt es jetzt perfekt in die Box. Ihr könnt jetzt hier das Ganze noch mit unserem mit der Kordel und fertig. Schönes Geschenk, Anhänger dran, perfekt. Viel Spaß beim Basteln.